Hey, hier ist Max von Max Apps und heute habe ich hier eine weitere Clash Royale Challenge und das ist die Rare Challenge. Also ich werde einfach in dieser Challenge werde ich einfach nur mit seltenen Karten spielen. Ich habe als Durchschnitt Elixier Kosten 4,4, das ist mein Deck. Ich habe auch nicht wirklich viel andere Arten von Deck nehmen können, denn ich habe nur noch eine Koboldhütte und das wäre viel teurer dann. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Kampf rein und ich habe als Bestrafung, falls ich wieder pro Turm was verliere, habe ich hier wieder ja, die ganzen Bienenbausel, denn da habe ich auch noch einige drin und die müssen wir mal irgendwann weg, ne? Ja, okay. Ich muss ja erstmal auf den Kampf konzentrieren. So, sagt ihr, okay, geht alles. Ich setze den Riesen hier hinten einmal hin. Okay, das macht er auch. Okay, dann setze ich. Oh, es laggt ein bisschen. Okay, ja, setzt das alles. Dann muss ich auch irgendwie verteidigen, so ein bisschen. Jetzt einfach mal den Bombenturm hier direkt daneben. So dass das alles hoffentlich da so laufen wird. Wäre cool, wenn das. Wäre nicht so. Was? Als ob das so viel Damage machen würde. Was? Nicht im Ernst, ey. Als ob mein erster Tower schon weg wäre. Es gibt's da nicht. Oh nein, das wollte ich gar nicht setzen. Oh Mist, verdammt. Nein, wollte ich den Packer setzen. Ups. Nein. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ah, okay. Vielleicht schaffe ich es dann noch irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Hm. Ups, so. Weiter geht's. Wird wieder schon ein bisschen. So, setzen wir da einfach mal den Feuerball hin, sodass die Hexe vielleicht weg ist. Ist sie weg? Ist sie weg? Ja, ist weg. Perfekt. Super. Lebt der noch? Ne, der lebt nicht mehr. Gut. 1,23 noch. Okay, 22. Vielleicht schaffe ich ja noch einen Tower weg. Das wäre ganz fresh. Jetzt eine Riese einfach mal hier hin und dann kommt der Babydach halt an. Ich habe nichts gegen Lufteinheiten gerade. Nee. Oh man, ich kann nichts verteidigen gerade mit Luft. Doch, ich habe eine Rakete. Die Rakete habe ich doch. Was setze ich denn? Nein. Oh doch, den Musketieren kann ich aus. Ja, Musketier, das ist genau, kann ich ersetzen. Dann machen wir so, dass wir den Feuerball mal reinhauen. Nein, bitte, bitte. Oh. Ich will nur einen Dauer noch wegbekommen. Ich will mindestens das Kronenbau. Das wär vielleicht etwas cool. Jetzt machen wir auf der anderen Seite mal ein bisschen was weiter. Oh, 30 Sekunden verbleiben. Nein, nicht gut. Weil Tower hat nur 200 Leben. Nein! Please not. Nein! Nichts gut, nichts gut. Du hast famous cool. Was? Die leben ja noch beide noch. Ja, ne, jetzt mehr. Willst du nicht. Nein! Please! Denn nee, es wird eh nichts mehr. Rakete bringt glaube ich auch nicht so. Welten? Nee. Toll, zwei Tower verloren. Und dann gibt's die Bienenbottle. Einmal weggucken und ich nehme einfach zwei raus und das sind die beiden. Stinkende Socken? Und einmal Babywindeln. Oder also stinkende Socken oder Tutti Frutti. Oder Babywindeln und Kokosnuss. Ich fange mit der an. Mit der fange ich einfach mal an und. Das war schon mal das Gute, Tutti Frutti. Das ist sehr gut. Und das zweite. Das ist Babywindel, aber es ist ganz okay. Ich würde sagen, wir machen den nächsten Kampf. Ja, schmeckt halt wie so eine Creme oder so. Na, komisch. Komischer Geschmack. Zum Glück nicht sowas wie Hundebutter, das wäre nicht so cool. Jetzt ziehen wir einfach hier vorne mal die Valkyrie hin. Genau. Also den Kraft. Warum? Nee, keine gute. Wieso habe ich den vorne hingesetzt? Keinen Sinn, dass ich den vorne hingesetzt. Das hatte ich gar keinen Sinn jetzt gemacht. Toll. Na, toll. Oh nö. Was hat er denn da für Truppen? Ich sehe es gar nicht. Was ist das? Hat er auch eine Valkyrie hingesetzt? Ach, er hat auch eine Valkyrie. Ach so. So läuft das hier. Aha. Jetzt einfach rechts nochmal ein Riese hin. Und dann geht's weiter mit. Jetzt ziehe ich aber links mal einen Packer durch.
Er hat da jetzt seine Lakaienhorde, Minionhorde, Lakaienhorde, Lakaienhorde, nicht Minionhorde, Lakaienhorde meine ich, reingesetzt. Oh nein. Wie mache ich das jetzt? Das ist aber hier mal Lyrakyrin. Er hat Kobolde gesetzt. Achso, okay. Stinknormale Kobolde. Koboldchen. Ah ne, ist ja nur so blöde Sachen zum Setzen, die ich nie setzen würde. Oh Gott, wir setzen. Boom, boom. Halbe Leben weg, nur so wenig. Ich dachte, das ist mal mehr Schaden. Hm. Und doch nicht. Und doch nicht so viel Schaden. Bum, tam. Und bumm. Hä, yeah, ich dachte, mach. Ach doch. Ich dachte schon, der macht nur so wenig weg. Dann setzen wir als nächstes einmal den Musketieren auf der einen Seite. Und vielleicht, wenn ich bis dahin noch 5 Elixier voll kriege, was ich bezweifle, setzen wir dann nochmal die Riesen dahin. Aber ich glaube, es wird gar nicht so viel klappen, so gut klappen. Jetzt hat er seine Musketierin, die Musketierin. Okay, es ist blöd, wenn ich einfach nur einzelne Truppen setze. Lässt sich gut verbleiben. Okay, dann setzt er auch die Riesen hin. Und es steht noch 0 zu 0, also 0 Tower zu 0 Tower. Das ist ganz okay, wie mache ich das jetzt? Da ist auch mal eine Valkyrie hin und dann noch eine Feuerball. Oh, was macht denn da? Nochmal hier Dingsens. Musketier. Ich will da Feuerball gar nicht ein. Nee. Der Prinz darf nicht überleben. Nicht gut. Blöde Sache. Wie machen wir das? Das wird eng. Oh nein, ich muss ja verteidigen, sonst muss ich mein Tower noch weg. Blöde Sache. Nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht, bitte nein. Nein. Ernsthaft? Muss ich hier noch 10 Sekunden? Das wird nichts. Oh Mann, ich komme mit diesem Deck hier nicht klar. Also ich einfach nur Rare habe. Bitte nicht einfach auf den Tower, bitte einfach nicht den Tower, bitte einfach nicht den Tower, bitte nicht den Tower, bitte nicht den Tower. Ich muss nur eine Beam-Puzzle essen. Ich komme auf dem Handy wie mit meinem Deck besser klar. Jedenfalls habe ich mit diesem Deck noch gar nicht gespielt, außer eben das eine Spiel. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch die Beam-Puzzle. Oh nee, ich will nicht. Ach schon, schon wieder. Hier stinkende Socken oder Tutti Frutti. Und? Ich hab. Nice, schon wieder Tutti Frutti. Geil. Ein Game machen wir noch. Okay, als Riese. Fangen wir mal mit dem Riesen ganz klassisch an, was das ändert. Okay. Dann ist ja noch auf der anderen Seite was. Wie schön, dass ihr jetzt einfach nur so eine blöden Karten habt, die ich gar nicht als Truppen setzen kann. Dann wisst ihr, was ich meine? Ich denke mal, ihr wisst das schon. Setzt ihr einfach eine Bombendauer hin und dann mache ich was? Ich habe ja so viel Ausfall hier, Mann, das gibt's ja nicht. Also unten und die Valkyrie hin und dann bumm, 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 bumm. Ja, okay, Valkyrie. Naja, Musketieren habe ich dann gesetzt. Habe ich eben Valkyrie gesagt? Ich meine natürlich die Musketieren. Oh, der hat den Prinz umgesetzt. Ich habe meinen Bomben-Tower. Wow! Bomben-Tower for the win! Yay! Yeah. Ja, okay, was setzt er gleich? Oh ja, macht keinen Sinn. Also, einfach hier mal den Riesen hin und der hat einen Babydrachen da. Okay, ich muss mal irgendwie. Ich kann mit diesem Deck irgendwie nicht pushen. Das geht irgendwie nicht. Ich habe nicht. Das sind so blöde Karten drin. Ich meine, damit kann man aber irgendwie nichts pushen. Also nur so blöd halt. Ich muss dafür den Feuerball noch verwenden, ey. Mann. Ich wollte jetzt den Mini-Packer hier hinten hinsetzen. Aber der ist so schnell tot. Wie soll er nicht noch mehr leben? Nee. Er hat immer seine Bogenschützen und alles da und da kann er nicht viel machen. Ah, Mann. Ich komme mit dem Deck echt gar nicht klar. Sieht man vielleicht auch nur so ein bisschen. Auch nur ein bisschen. Dann setzt ihr aber gleich die Valkyrie nochmal ein oder so. Geht das? Ja, das sollte gehen, ne? Bumm. Okay, Valkyrie hat aufgeräumt. Perfekt. Was nehme ich denn gleich? Oh Mann, jetzt hat er wieder seinen Prinzen eingesetzt. Schnell. Please, please nicht. Musketieren tot, okay. Okay, der war unnötig. Der war doch nicht unnötig. Jetzt bitte, bitte, bitte bleib einfach am Leben. Riese, Riese, bleib einfach am Leben. Ich will doch nur den Tower wegmachen. Nichts mehr. Nur den Tower. Einfach nur den Tower. Mehr will ich gar nicht. Lass mich einfach bitte nur den Tower da was wegmachen. Dann bin ich zufrieden.
Bitte, ich will auch nur den Tower. Nein, nur in den letzten 30. Bitte diese 200 verdammten Leben. Verdammte 200 Leben. Ich will es wissen, dass es viel Feuerball ab. Das ist wirklich voll witzig. Mann. Vielleicht gibt es Crown K.O. vielleicht, aber ey, bitte mach doch nicht mehr Tower noch weg. Bitte nicht mehr da. Dann gibt es gleich Crown K.O. oder habe ich gewonnen. Wenn ich diesen einen Tower noch weg bin beim Feuerball und mit meiner Rakete, genau. Ist cool. Aber das ist so viel Elixier. Nein. Bitte. Crown K.O. Easy win. Easy. Ja, nice. Eine Krone habe ich auch. So viel. Ja, immerhin habe ich nichts verloren an Towern. Geil. Oh Mann, ich komme mit diesem Deck echt so gar nicht klar. Echt so gar nicht. Ja. Dann werfen wir nochmal die Kron-Truhe. Yay. Und Gold haben wir. Dann haben wir Juwelen, Ritter, Pfeile und den Bomber und Valkyrie. Okay, cool. Darf ich mal sagen, wenn euch diese Challenge gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da, damit es euch gefallen hat. Und damit ihr nichts mehr von mir verpasst, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Max. Tschüss.